Herzlich willkommen wieder zu meiner Sendung Standort Berlin, Stadtgespräch Wirtschaft. Mein Name ist Peter Brinkmann. Berlin ist die kreativste Stadt Europas, sagen alle, wenn nicht der Welt. Alle jungen Leute wollen hier hin und alle Künstler wollen hier hin. Und da habe ich mir gedacht, ich lade doch mal eine junge, dynamische Künstlerin ein. Romy Campe, herzlich willkommen. Dankeschön. Eine urechte Berlinerin, aber Sie betreiben einen Kunstsalon, malen selbst, sind Künstlerin von Kindheit an. War das so? Richtig. Schon mit zwei. Oder im Bauch der Mutter noch, hat die Mutter gehört. Da bewegt sie sich so, als ob sie ein Bild malt. Ich glaube, es fing mit einem Jahr und 6 Monaten an. Da konnte sie doch gerade erst laufen. Ja, also relativ früh. Also ja. Habe ich gemalt, habe ich gezeichnet und habe dann... Auf dem Bauch liegen. Auf dem Bauch liegend, genau. Und habe aber das ist keine Pharma der Mutter, das ist wirklich so. Nein, auf dem Bauch liegend. Wie sollen Babys sonst malen? Ja, auf dem Bauch liegend, genau. Nein, ich habe also wirklich relativ früh angefangen zu zeichnen, zu malen. In allen Varianten. Bäume, Häuser, Mütter, Opas, Omis. Alles, was mir so zwischen die Malfinger kam. Bin dann aber zwischenzeitlich tatsächlich in die Musik abgeschwenkt, habe fast ein Musikstudium gemacht und musste mich dann irgendwann entscheiden, möchte ich auf der Bühne stehen oder möchte ich lieber im Atelier meine Kunst. Da hätten Sie auch beides machen können. Also auf der Bühne eine halbe Stunde malen und dann eine halbe Stunde Rock spielen oder Klassik und so. Und das ist so richtig bei Ihnen im Blut drin gewesen von Anfang an. Sind noch Bilder erhalten geblieben aus der Kindheit? Ein paar vereinzelte, die ich lieber nicht der Öffentlichkeit preisgebe. Ja, aber es gibt welche aus der jetzigen Zeit, die Sie uns mal mitgebracht haben. Ja. Und die wir jetzt mal uns angucken und Sie erklären das. Ja, ein Bilder von Ihnen, aus welchem Jahr? Das sind ganz neue Bilder jetzt für die Ausstellung in New York. Jetzt sehen wir die gerade. Oh, das ist ja ein wildes Bild. Das ist Euphoria. Das sind alles Bilder auf Holz, gemalt in Mischtechnik und sind... für New York entstanden. Das ist ein sehr großes Bild. Also wenn Sie, Herr Brinkmann, davor stehen, dann gehen Sie der Dame bis zur Nasenspitze, glaube ich, oder bis zu den Augen ungefähr. Also ein sehr großes Bild. Also 2 Meter fast. Ne? Genau, 2 Meter mal 1,50. Ja. Und wie heißt das? Das heißt Ich mit dir. Und dazu gibt es noch... Deswegen dieser verlangende Blick. Genau. Das jetzt hier ist das Bild Contact. Das ist praktisch der Titel der Ausstellung oder der Name der Ausstellung oder das, was auch auf dem Flyer drauf ist. Genau, da kommen wir als Ausschnitt. Drauf. Richtig. Also das ist der Flyer zu der Ausstellung, die von wann bis wann läuft. Die Ausstellung ist... Können wir das einfangen? Das Bild haben wir schon gesehen, aber ich will es nochmal als Flyer zeigen. Ja, ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber das sind, wie ich finde, sehr eindrucksvolle Bilder. Und auch die machen mich irgendwie nachdenklich. Genau, es sind die Augenblicke oder meine Augenblicke. Ja. Und eigentlich geht es bei meinen Bildern immer um Energien, also um Kopfenergien, so nenne ich die so schön. Und mir ist es eigentlich relativ egal, wie die Hülle eines Menschen ist. Ich schaue in die Augen und in den Augen sehe ich die Seele des Menschen. Ja, ich will jetzt lieber nicht fragen, was Sie in meinen Augen sehen. Ich sage Ihnen auch nicht, was Sie in Ihren Augen sehen. Also, und es gibt jetzt in Berlin eine Ausstellung? Nein, leider nicht. Die Ausstellung ist jetzt schon rum. Die Bilder sind jetzt alle nach New York transportiert worden in einer riesengroßen Aktion, weil das ist gar nicht so einfach, Kunst nach Übersee zu bekommen. Und am 4. August wird dann eine Ausstellung in der Skylight Gallery in New York stattfinden, genau mit diesen Bildern. Ja, wann sind Sie denn wieder in Berlin? Genau mit diesen Bildern. Mit diesen Bildern wahrscheinlich nicht mehr, weil die bleiben jetzt in New York. Ja, und werden die auch verkauft oder zeigen Sie die? Ich hoffe. Was kostet denn so ein Bild? Zum Beispiel das mit der Dame. Wir haben ja noch eins, wenn wir da mal kurz drauf schauen. Das ist die Bori. Dieses Bild ist schon verkauft worden, obwohl sie eigentlich, also sie ist gar nicht erst mit nach New York gegangen. Täusche ich mich, dass die Augen anders sind? Ja. Zwei verschiedene Augenblicke? Das linke Auge von mir, auch von uns aus gesehen, ist anders als das rechte. Eine ist das gute, bewusst so gemalt? Eine gute Betrachtung der Zwischen-, der Schattenwelt, würde ich sagen. Ja. Und da ist wieder das, so wie am Anfang, so ein bisschen dämonisch. Das ist die Sirena. Ja. Das ist jetzt mit nach New York gegangen, genau. Ja. So eine kleine Mischung zwischen Mann und Frau und der Blick sagt, glaube ich, alles. Warum haben Sie das gemalt? Was steckt dahinter? Was wollen Sie mit diesem Bild ausdrücken? Also mir geht es darum, wirklich die verschiedenen Gedanken der Menschen einzufangen. Die Augenblicke. Ja, oder wirklich die Energie durch die Augen zu zeigen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Also ich habe ja inzwischen schon ein ziemlich großes Repertoire. Und für mich ist es wichtig, dass die Bilder sich also so wenig wie möglich ähneln, sondern dass mit jedem Bild wirklich eine andere Energieform aufgefangen wird. Also es kann auch durchaus mal erotisch sein, es kann sinnlich sein, es kann aber auch genauso gut in sich... Die Bilder haben Sie uns aber nicht mitgebracht.
in sich gekehrt sind. Ja, man kann Erotik auch durch die Augen ausdrücken. Ja, wir sind also jugendfrei. Insofern wollen wir da lieber nicht zu lange bleiben. Die Bilder sind jetzt in New York, aber Sie stellen in Berlin ständig aus oder nur in gewissen Abständen? Man sieht, man kann eigentlich immer einige Bilder von mir sehen bei uns im Kunstsalon und Kunstleben Berlin. Da hängen immer irgendwo vereinzelte Bilder auch von mir oder auch ab und zu Gruppenausstellungen oder Einzelausstellungen von mir. Kunstleben Berlin ist wieder so ein Begriff, den kennen die meistens nicht. Ist das eine ständige Ausstellung oder was verbirgt sich hinter Kunstleben Berlin? Ich glaube, Kunstleben Berlin kennt man schon ganz gut in Berlin. Das ist ein Kunstsalon, gegründet von Künstlern, nämlich von mir und meinem Partner Masch. Wo es darum geht, wirklich Kunst und Kultur zu fördern und Kunst, Künstler und Kunstinteressierte zusammenzubringen. Das bedeutet, da gibt es viele Ausstellungen, viele Vernissagen, die geschmückt sind oder begleitet werden von Konzerten, von klassischen Konzerten, von Jazzkonzerten. Da kommt Ihre musikalische Ader. Ja, natürlich. Das war meine ganz große Intention, bevor dieser Salon überhaupt nur im Ansatz Form angenommen hat, ein Jazzsalon. Ich möchte einen regelmäßigen Jazzsalon, weil ich bin ein ganz großer Jazzfan. Und den haben wir jetzt auch. Wenn ich das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkt sage, kommen da viele Touristen zu Ihnen? Touristen eigentlich eher weniger, aber ganz viele Künstler und wirklich Leute, also ich würde sagen inzwischen mehr Kunstinteressierte als Künstler selber. Also bei uns treffen sich wirklich Unternehmer, also wir haben auch regelmäßige Unternehmertreffen zum Beispiel, um Kunst zu sehen, um über Kunst zu reden, um miteinander zu netzwerken, um sich kennenzulernen, um Geschäfte zu machen. Und das sind halt in einer Salonatmosphäre, wo man mit halt Jazzmusik. Mit Jazzmusik, klassischer Musik. Wo ist das? Das ist in Schöneberg, natürlich. Ja, sagen Sie mal die genaue Anschrift, sonst wissen die Leute ja nicht wohin. In der Hauptstraße 31. Ja. Also wer den Havanna Club kennt, der weiß, wo wir sind, weil der Havanna Club ist praktisch unser Hinterhaus oder unser Hinterhof. Und wir sind vorne an der Hauptstraße, direkt im Vorderhaus, in der ersten Etage wohlgemerkt noch. Man sieht uns nicht gleich, wenn man vorbeifährt. Muss man auch noch Sport machen. Treppe hoch. Von wann bis wann ist das offen? Wir haben zu unseren Events geöffnet. Also wir haben wirklich nicht keine regelmäßigen Öffnungszeiten, sondern man guckt auf unsere Homepage, guckt sich unsere Flyer an, unsere Internetportale und sieht dort, was wir an Events anbieten und zu diesen Events kann man kommen. Ja. Und die Hauptmatch haben wir eingeblendet, das sieht man dann. Wie sehen Sie denn, ich habe ja in der Anmoderation gesagt, Berlin ist so die kreativste Stadt Europas, jedenfalls wird das immer behauptet. Ist das aus Sicht der Künstlerin Romy Kampe auch so? Ich sehe das als absolut untertrieben an. Untertrieben? Untertrieben, weil ich bin der Meinung, Berlin ist die Kunst- und Kulturhauptstadt inzwischen der Welt geworden. Sie sind ja gerade geflohen nach New York. Aber wir haben New York meiner Meinung nach wirklich komplett den Rang abgelaufen. Bei uns gibt es mehr Künstler, bei uns gibt es mehr Galerien als in New York. Und ich bin wirklich der Meinung, Berlin ist die Hauptstadt, die Kunsthauptstadt der Welt inzwischen. Ist das auch, ein bisschen auf die Ökonomie zu sprechen zu kommen, ist das auch ökonomisch? Trägt sich das oder haben wir hier viele brotlose Künstler, so wie man früher sagte? Ja, das ist wirklich ein Problem. Dessen sind wir uns ganz besonders bewusst als Kunstsalon, wo sich halt sehr viele Leute treffen, dass es sehr, sehr viele Künstler gibt, die einfach nicht davon leben können im Moment, weil es halt so viele gibt. Ich glaube, allein in Berlin 60.000. Künstler, 60.000, also nicht nur Maler. 60.000, haben Sie keine Null zu viel? Nein, es ist wirklich, 60.000. Ja, wenn man die Schauspieler dazu nimmt, die Sänger dazu nimmt, die Musiker dazu nimmt, also wirklich Kunst und Kultur in allen Sparten nimmt, kommt man ungefähr auf diese Summe. Es ist irrsinnig, was das natürlich für ein Konkurrenzverhalten auch auslöst. Das ist ganz klar, dass natürlich 600 Galerien oder 400, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Galerien es gibt, weil sehr, sehr viele schließen auch ganz schnell wieder. Also irgendwas zwischen 400 und 600 ist mein letzter Stand, Galerien, dass die natürlich nicht alle Künstler bedienen können und wollen. Wie lange gibt es Sie denn schon, den Kunstsalon? Uns gibt es jetzt seit 3 Jahren, seit knapp 3 Jahren. Und wer hatte die Idee? Die Idee ist eigentlich irgendwann mal bei mir im Wohnzimmer entstanden, als wir gar nicht. Bei Jazzmusik. als ich noch gar nicht in Berlin war, weil ich war sehr lange weg, zwischenzeitlich im Rheinland. Und ich habe immer gedacht, ich möchte gerne in meinem kleinen Salon an einem Tisch ein Dinner machen für Leute, die sich für Kunst interessieren, für Künstler, die füreinander irgendwie was Gutes tun können und einfach tolle Gespräche haben. Und dann sind wir nach Berlin
als Künstler und haben uns eine tolle Altbauwohnung, eine sehr große Altbauwohnung geholt und haben die renoviert. Und bei der Eröffnungsfeier haben uns die Leute wirklich so bestürmt und haben gesagt, hier könnt ihr nicht nur malen, das könnt ihr nicht nur als Atelier nehmen, ihr müsst hier Konzerte machen, ihr müsst hier Tango machen, ihr müsst hier Klassik reinbringen, Jazz reinbringen. Und irgendwann war mal ein Unternehmer da und der hat gesagt, können wir bei Ihnen unsere Unternehmertreffen machen? Und das war unser allererster Event und dann sind wir mutig geworden. Da flossen geworden. Die Taler oder ja. die Euros. Ja. ja, das ist ja ganz wichtig. Ne? Wenn Sie so jungen Künstlern, die auch zu Ihnen kommen und sagen, hey, könnt ihr uns helfen, sind Sie vernetzt in einer Weise, wo Sie auch ein Netz über alle diese, nicht 60.000, das können Sie nicht, aber zumindest bei denen, wo Sie den Eindruck haben, da lohnt es sich, die zu unterstützen, dass Sie da helfend eingreifen, sind Sie so eine Art Künstlergenossenschaft geworden inzwischen? Oder ein Social Media Network Artist? Das oh, das fiel mir ja gerade ein. Da sind jetzt zwei Fragen auf einmal. Ich fange mal mit der ersten an. Wir unterstützen sehr, sehr viel junge Kunst. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch wirklich sehr, sehr junge Künstler. Deswegen fand ich eben unser Vorgespräch ganz interessant. Wir haben jetzt eine Gymnasialkunstklasse unterstützt, also eine, die Leistungskurs Kunst hatten und haben denen eine Ausstellung bei uns eingeräumt mit Vernissage und allem drum und dran, die unglaublich gut angenommen worden ist. 6 Künstler aus dem Gymnasium und also wir unterstützen sehr viel junge Künstler. Und was Sie sonst noch machen, darüber reden wir nach der Pause weiter mit Romy Campe und ihrem Kunstsalon, der in der Hauptstraße ist, in Schöneberg. Genau. Ja? Mit Jazz und Kunst und Unterstützung für junge Leute. Bleiben Sie also dran, bis nach der Pause. Bis gleich. Romy Campe ist heute mein Gast. Sie ist Künstlerin in Berlin mit einem Kunstsalon in der Hauptstraße in Schöneberg und widmet sich neben der aktiven künstlerischen Tätigkeit, die auch die Musik einschließt, der Ausbildung von jungen Menschen, Schülern. Und da haben Sie vor der Pause erzählt, Sie haben so einen Kunstpreis gemacht in einem Gymnasium. Wie heißt das genau? Das Gymnasium habe ich jetzt leider vergessen. Ja, ja. Aber es war eine Ausstellung mit, ich glaube, 8 jungen Künstlern aus dem Gymnasium, also ganz frisch, die wirklich ihre ganze Energie und ihr Leben in die Kunst schon legen, in den jungen Jahren, 16, 17 waren die und schon wirklich beeindruckende. Na, Sie sind ja mit 1,5 schon angefangen, wie wir gehört haben. 1 Jahr und 6 Monate. Ja. Ja, ja, also es war wirklich eine spannende Ausstellung, die sehr, sehr gut besucht war. Das ist übrigens auch so ein ganz großer Pluspunkt, den wir uns erarbeitet haben im Laufe der Jahre. Unsere Ausstellungen werden bei weitem besser besucht als die von jeder Galerie, glaube ich, außer von den ganz Großen in Berlin. Also wir haben im Schnitt zwischen 80 und 250 Besuchern auf unserer Vernissage, auf unseren Vernissagen. Sie machen ja auch was Besonderes. Sie lassen die Leute mitzeichnen, nicht mitmalen. Wie heißt das so schön, wieder ein englisches Wort, Living Art Studios oder something else? Die Living Art Picture Show, meinen Sie? Die Living Art Picture Show, genau. Genau, die Living Art Picture Show, das ist eine unsere Live-Mal-Bühnenshow. Also wir malen live. Live-Mal-Bühnenshow. Genau. Also wenn ich da hinkomme, kriege ich einen Topf Farbe und jetzt darf ich die Leinwand voll malen. Nö. Aber ich male sie vielleicht an. Und in Zukunft ist es wirklich auch so geplant, dass wir die Leute mitmachen lassen, die Besucher, die Gäste, die interessiert sind, mit Essen, mit Dinner, mit toller Musik, bisschen jazzig, natürlich. ja, aber es geht hauptsächlich darum, dem Publikum zu zeigen, wie entsteht so ein Bild und dass man auch richtig große Formate in relativ kurzer Zeit anständig zustande bringen kann mit mehreren Künstlern, die dann vor dem Publikum malen. Und eine der Künstlerinnen bin ich, die dort mitmalt und mein Kollege Masch. Und wir haben schon sehr, also wirklich sehr große Bilder live vor Publikum mit Tänzern, mit Musikern und allem drum und dran gemacht. Man sieht das ja nicht hier an den Bildern, die wir während der Sendung zeigen. Sie haben aber gesagt, ein Bild ist so 2 Meter hoch, das ist noch größer als ich. Wie lange brauchen Sie denn dafür? Das kommt ganz drauf an. Also es gibt Bilder, die male ich in 3 Tagen. Es gibt Bilder, da male ich dann irgendwie ein halbes Jahr und werde wahnsinnig, weil sie nicht fertig werden. Aber meistens sind die ganz schnell gehen, dann auch wirklich die besten, weil ich glaube, dann einfach die Energie. Der Augenblick. Ja. Die Energie überspringt, wie es Zeit gesagt hat. Ja? Wenn es da ist, dann funktioniert auch die Hand. Ich will noch mal auf die Living Art Picture Show kommen. Sie haben gesagt, dann malen Sie mich an. Sie malen Sie nicht die Leinwand Wenn Sie Glück an. Haben. Ja, was passiert da? Das macht die Leute wahrscheinlich jetzt neugierig. Ja. Die sagen, wenn ich da hingehe, da kommt die plötzlich mit einem Farbpinsel und malt mich an. Aber eigentlich wollte ich auf einer Leinwand malen.
Richtig, also der ursprüngliche Gedanke war wirklich eine kleine Theatergeshow zu machen, bei der eine Live-Malerei passiert, wo Models, die auch tanzen, angemalt werden und die dann zum Schluss mit dem Gemälde verschmelzen sozusagen. Und das mit einer wunderschönen Musikinszenierung, damals noch nicht Jazz, den Leuten wirklich Entertainment zu bieten mit der Kunst, die Kunst an die Menschen zu bringen und näher zu bringen. Wie entsteht ein Gemälde? Und jetzt inzwischen haben wir das ein bisschen geändert. Es gibt inzwischen ein kunstvolles Salon-Dinner, wo wir ein hochklassiges 7-Gänge-Menü haben und während den Kochen Gängen... Sie auch? Ich koche nicht, wir haben aber einen fantastischen Koch. Der kann kochen, aber nicht malen. Der kann kochen und nicht malen. Genau, der ist aber auch künstlerisch. Ein 7-Gänge-Menü. Ja. Wie stelle ich mir das vor in dieser großen Wohnung in der Hauptstraße? Da steht ein riesenlanger Tisch. Wie viele Leute laden Sie ein? 12. 12. Na, mehr, das geht ja noch. Mehr passen nicht rein, weil es soll ja auch, also es wird ein Märchen erzählt, es wird Musik dazu gespielt, es wird gesungen, getanzt und wir bemalen die Wände des Salons um den Tisch herum. Das mit heißt, diesem Märchen. Der Masch und ich. Achso. Der Masch und ich. Und die 12 sitzen da die und, helfen und mit. Futtern? Futtern und helfen mit Malen. Und helfen mit Malen. Und wenn Ihnen das nicht gefällt, also angenommen, ich komme jetzt, Sie haben gerade jetzt was Blaues gemalt und ich sage, ich will das aber grün haben, was passiert dann? Also so ich bin schon ziemlich tolerant, muss ich sagen. Nein, natürlich freue ich mich über jeden Input, der von unseren Gästen kommt und bin froh, dass sie überhaupt mitmachen und dass sie sich trauen. Das ist die Live Art Picture Show. Die Living Art Picture Living Show. Living Art Picture Show. Genau. Also das kann ich mir so richtig vorstellen. Und da geht eine Anmeldung wieder auf der Webseite. Genau, man findet das alles. Wer will da mitmachen? Wann findet das statt? Was kostet das? Richtig. Das kostet, also das reine Dinner kostet 155 Euro pro Person. Ja, ist ja nicht billig. Ja. Aber dafür darf ich das Kunstwerk von Ihnen dann auch mitnehmen, oder? Dafür darf man sogar ein Kunstwerk mitnehmen. Ja. Man bekommt ein fantastisches Essen, Getränke und eine Show, die es, glaube ich, so einfach noch nicht gibt. Ja. Also das gibt es wirklich noch nicht, dass ein Märchen mit solchen Pinseln an die Wände eines Raumes gemalt werden. Und das Ganze dauert, ich glaube, 18 Uhr geht's los und um 24 Uhr ist Schluss. Also es ist wirklich eine richtig sensationelle Show. Kennt das der Kultursenator, unser regierender Bürgermeister schon? Und wissen Sie das auch von der Berlin-Werbung? Dass Sie da touristische Fahrten machen aus der ganzen Welt. Das ist bei Romy Campe könnt ihr essen und malen. Im Moment haben wir ein russisches Märchen. Ja. Die schöne Vasilisa. Nein, das ist aber wirklich eine interessante Idee. Ja, sollte gut, man ne? mal... Ja, da sollten wir mal nach der Sendung drüber reden. Genau. Beteilige mich. Wie oft machen Sie denn das? Alle das ist doch zwei, ziemlich anstrengend, ne? Es ist unglaublich aufwendig. Ja. Und es sind sehr viele Leute involviert. Man unterschätzt das. Es sind halt nur 12 Gäste. Und es sind unglaublich viele Leute involviert. Deswegen auch der hohe Preis, die hohe Preisklasse. Aber es ist gar nicht anders realisierbar. Und alle zwei Monate passiert das. Und jetzt haben wir eine ganz neue Idee kreiert, die wirklich wunderschön ist, wo es kein Dinner mehr gibt an einem langen Tisch, sondern es gibt ein Buffet. Wo auch wirklich Leute kommen können, die wirklich einfach nur Spaß an der Kunst haben, die mitmalen wollen, die mitmusizieren wollen. Das heißt, wir haben Musiker, die die Leute animieren, mitzumachen mit gewissen Instrumenten. Wir animieren die Leute mit zu malen. Und so haben wir einen wunderschönen Abend für eine breite Schicht, wo auch viel mehr Leute dran teilnehmen können. Mit Musik, Malerei. Das erklärt auch Ihre Webadresse, nicht? Kunstleben. Ja, natürlich. Kunstleben. Ich habe mich immer gefragt, wieso Kunstleben? Ja, bei Ihnen lebt man die Kunst, wir man leben. Genießt sie. Ja? Genau. Aber wenn Sie jetzt ein Bild malen von 2 Meter, das kann ich doch gar nicht mitnehmen. Ach doch, das kriege ich schon weg. Vielleicht wollen Sie das auch gar nicht. 2 Meter. Wir haben große Türen, also man kriegt es schon weg. Ja, aber ein kleines Auto habe ich vielleicht draußen nur. Das dann kriege ich das nicht mit. Was sind denn so Ihre nächsten Pläne für die nächste Zukunft? Wir haben ja schon über Unterstützung der jungen Künstler gesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind auch eigentlich Social-Media-Künstlerin. Darunter kann ich mir eigentlich noch gar nichts vorstellen. Was versteckt sich dahinter? Also Social-Media-Künstlerin werde ich ab und zu genannt, obwohl das eigentlich nur im übertragenen Sinne stimmt, weil Künstlerin bin ich mit Pinsel und Farbe auf Leinwand. Ja, eben, deswegen wusste ich nicht so richtig, was ist das? Aber unser Salon hat sich, und auch ich als Künstlerin, hat sich eigentlich oder ist bekannt geworden durch Social Media. Also ich mache da sehr viel über Facebook, über Xing. Mhm. Und wir haben inzwischen eine Fangemeinde von ca. 6 bis 8. Man kann es nie so genau einschätzen, aber 6.000 bis 8.000. Seien Sie vorsichtig mit den Partys. Sie haben das gehört von dem jungen Mädel. Ja.
Also ja. Sagen, ja, bei Romy Campe, das sagen wir in dieser Sendung nicht, findet eine Party nächste Woche statt. Das sagen wir nicht. Nein, aber wir freuen uns natürlich Sie über Sie wollen nur 12 Gäste haben. Nein, nur zu unseren Dinnern. Ansonsten, also bei uns passen ja. Schon zu den Konzerten 40, 50 Leute ja. Sitzend rein. Und man kann mit sitzend, also 40 Gäste können wir beherbergen. Zu unseren Vernissagen kommen teilweise wirklich über 200 Leute. Also das ist wirklich richtig, richtig gut besucht und wir sind ganz stolz darauf. Aber der Kontakt über Social Media, über Xing, über Facebook, dadurch halt auch eben diese Schublade Social Media Künstlerin. Ja. Ja, da sind Sie jetzt drin und jetzt wissen wir das, jetzt komme ich nochmal zu Ihrer Jugend zurück. Ein Jahr und 6 Monate fing Sie an, auf dem Boden liegen zu malen. Mhm. Bilder gibt es davon nicht, nur ganz ein paar, die meist man weg. Haben Sie immer so als Kind schon gewusst, exakt, ich werde mal Malerin oder Künstlerin oder Musikerin? Musikerin. Komisch, Jazz. Oder? Ja, ich wollte immer singen. Haben Sie ein Instrument gespielt, schon mit 3 oder 4? Nein, ich habe auch nie ein Instrument gespielt. Ich habe immer gesungen. Ja. Ich habe ein unglaubliches Gehör. Ich bin ein ganz großer Fan von Pavarotti, was man natürlich bei Jazz nicht gleich vermutet. Unsere Zeit ist leider gleich um, sonst hätte ich gesagt, singen Sie doch mal. Ich glaube, das wollen Sie nicht hören. Ja, das weiß man nicht. Aber ich würde das schon gerne hören. Also ich höre sogar, wenn Pavarotti, das wird wirklich was heißen, ich höre sogar, wenn Pavarotti einen falschen Ton singt. Ja. Ich war auf ganz vielen Live-Konzerten von Pavarotti und singt der oft falsch? Nein, ganz wenig. Ja. Aber wenn ich's höre, dann denke ich gleich, also ich habe ein sehr gutes musikalisches Gehör und wollte immer Sängerin werden. Habe auch ganz viel in der Richtung gemacht und habe mich irgendwann einfach entscheiden müssen, weil beide Parts eben da waren. Bin ich der Bühnenmensch oder bin ich eher der Mensch, der im Atelier sitzt? Bei Ihrem Living Art Dinner. Da kombiniere ich das. Ja, singen Sie da auch? Nein. So zwischendurch mal ganz spontan? Wir haben eine fantastische Sängerin. Ja, aber Sie können doch im Duett singen. Vicky Toko Dimfuana, das ist unsere Sängerin, eine Mulattin mit einer unglaublichen Stimme, Jazzstimme, Soulstimme. Und die Wann singt bei ist uns. Der nächste Salon? Das müssen wir jetzt wissen, im September, also wenn die Ferien vorbei sind, im Oktober. Das nächste Dinner. Das nächste Dinner ist wahrscheinlich erst im November. Ja. Und das nächste Veranstaltung ist unser Tango-Salon am 9. Juli, genau. Und da bringen wir den Menschen und den Gästen die Kultur des Tangos näher. Ja? Wenn Sie das sehen, 9. Juli ist denn schon vorüber, also müssen wir im November gucken. Ja, November, dann gucken wir mal, 12 Leute gehen aber nur zum Dinner, also mehr ist nicht. Richtig. Nach welcher Reihenfolge geht das? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Oder trifft hier zu. Oder wer die besonderen Augen hat, die schönsten. Ja, aber das wissen wir ja vorher nicht. Die Leute melden sich ja über die Webseite an. Das stimmt. Ja? Oder Sie müssen sagen, Anmeldung geht nur über Augenkontakt. Bitte Kämmern machen, ich schaue Ihnen mal tief in die Augen. Das ist eine gute Idee. Und dazu sehen Sie denn, ich glaube, war Zara Leander, nicht? Oder wer hat das Lied gesungen? Warum nicht? Zara Leander ist auch nicht schlecht. Ja, irgend sowas. Ja. Ja? So, jetzt wissen wir, was das Berliner Kunstleben ist. Wir wissen, was der Berliner Kunstsalon ist. Und was wünschen Sie sich zu Weihnachten in Ihrem Salon? Haben Sie da auf? Gibt es da eine besondere, wie das so schön neudeutsch heißt, eine Performance? Ich glaube, wir lassen dieses Jahr Weihnachten den guten Mann sein lassen. Ja, also bleibt geschlossen. Wir lassen es, glaube ich, dieses Jahr zu. Sie haben vielleicht die zu Silvester Bilder. Machen wir eine schöne Party. Und die Bilder, die jetzt in New York sind, werden wahrscheinlich alle verkauft. Also müssen Sie sowieso fleißig sein, müssen neu malen, damit die Leute, die dann zu Ihnen kommen, die Bilder kaufen. Was kostet so ein Bild? Das geht nach Größe. Ja, sagen wir mal dieses 2-Meter-Bild. Das 2-Meter-Bild, da lege ich eindrucksvollen Augen. Im Moment bei 5.000 Euro. Mehr nicht. Ja, ich bin das ist noch. Ja eigentlich günstig, mit oder ohne Rahmen? Das hat keinen Rahmen. Jetzt handeln wir auch noch. Ich bedanke mich bei Ihnen, Romy Campe, dass Sie da waren. Viel Erfolg für Ihren Kunstsalon, Dankeschön. Für das Dinner, für Living Art Picture Show. Living Art Picture Show, ja, wo man aufpassen muss, dass Sie die Gäste nicht anmalen. Aber das kann man dann mit nach Hause nehmen, aber dann nicht abwaschen. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Das gibt es eben auch im Wirtschaftsstandort Berlin. Eine ganz lebendige Kunstszene, 60.000 Künstler in der Stadt. Haben Sie das gewusst? Ich nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da lernen wir dann wieder gemeinsam was Neues. Bis dann und tschüss.